Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge. Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Ich werde jetzt die Traktor aufschicken für die Brauerei. Gerste anliefern. Weizen ist mittlerweile voll. Und jetzt kann er die Gerste holen. Ich hoffe, da war drin ist im globalen Markt. jetzt mal gucken, ob ich hier zum LKW komme. Jetzt können wir das machen. Warum vorher nicht ging, weiß ich nicht. Ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft. Aufladen. Es kann sein, dass es Downstream hängt, doch vielleicht Outdrive gerade auf Kurs begeben hat. Ich weiß das nicht. Nur Spekulation, ne? So, das ist ungünstig, dass er dicht dran hier. Der Kar gibt der Chaos. So. Bauen wir einen Turm. So, jetzt geht's Richtung Wiese Nummer 24. Hier wird fleißig gedüngt auf der 36 und auf der 23. Hopfen ist auch gedüngt worden. Zum zweiten Mal. Da brauchen wir jetzt eine Wachstumsstufe. Und das dauert noch ein bisschen. Muss mal sehen, dass ich noch was verkaufe, irgendwie. Ja. Die Produktion läuft ja aktuell ein bisschen langsam, aufgrund der Stufe 1 fahren. Ich will eigentlich noch erstmal die Ballen gepresst haben und mir helfen weiter und abgefahren haben, dass da gedüngt ist. Dann können wir auf höhere Geschwindigkeit gehen. 5 zum Beispiel. Also die Ballen können noch nicht in den BKH gebracht werden, da ist noch keine Silage. Das dauert hier 2 Stunden. 2 Tage. Wir fahren jetzt Richtung Wiese 24 und 25. Da dürften einige Ballen rumliegen, da ist gerade Fuzzy Boy. Hier die beiden Felder sind die Spätfolgen vom Geomod wechseln, mittendrin. Ja, sind ja nicht meine Felder, ne? Einmal komplett die Gerste flöten gegangen, kann man sagen. Ja, Rapsernte, ja, heute denke ich mal nicht. Und gerade ja auch nicht reif. Wir müssen unsere Mähfahrzeuge zurückbringen zum Hof. Zum Beispiel, das ist auch ganz wichtig. So. Hier werden wir gleich mal sammeln. Das sind ja alle Spezialballen mit 8000. Tut da drüben arbeiten, das würde mich jetzt mal interessieren. Denn das ist mir, wo ich ihn hingeschickt habe. Er arbeitet aber leider auf verkehrten Spur. Muss ich mal ganz kurz korrigieren. Etwas daneben, ne? Gewaltig. So, okay, dann machen wir gleich mal neu. Entlassen. Und ersten Wegpunkt. Das ist ja jetzt ungünstig gelaufen, ne? Aber er hat hier gefunden, hat angefangen. Gut, verkehrt eingestellt. Mein Fehler. Ist halt so, ne? Tag, Herr. Tag, Tourist. Oder Touristin. Silageballen kannten wir früher wohl gar nicht. Glaub mir, da wäre die Folie so teuer gewesen. So viel Folie hätten sie gar nicht gehabt. Es wäre ein
Problem gewesen mit der Plastik, auf Erdölbasis läuft, ne? Also ganz ehrlich, da war es früher zwangsweise ökologischer als heute der Fall ist, ne? Also Plastikmüll kannten wir wohl gar nicht, nur in geringen Mengen. Ich meine, gut, Recycling hätte man da auch noch ein bisschen mehr machen können, beziehungsweise das entsprechend wiederverwerten oder zumindest richtig verbrennen, in Anführungszeichen, ne? Aber ansonsten verpackungsmäßig, die meisten Sachen, die wurden halt anderweitig verpackt, ne? Plastik und so gab es im Grunde nicht. Plastikbeutel schon gar nicht. Und vor allen Dingen, das war ja so, jedes kleine Dörfchen hatte ein Dorfladen, kann man sagen, ne? Und da brauchte man nicht für Wochen vorauskaufen, da war alles immer da. Die Grundnahrungsmittel, ne? Also spezielle Sachen, also Bananen und sowas, ne? Melonen, das war ja hin und wieder, kann man sagen, ne? Der Jahreszeit entsprechend. Gut, Bananen nicht der Jahreszeit entsprechend, aber ja. Das war halt so, ne? Und ich esse halt auch nicht jeden Tag Bananen. Wozu auch? So, warten müssen wir hier. Schlecht. Das heißt, hier werden wir gleich mal den anderen Fahrzeug zurückfahren. Und den mal entsprechend waschen und reparieren, ne? Wenn die Ballen nur noch gepresst werden. Beziehungsweise. Ja. Und dann können wir das düngen. Die anderen Felder müssen noch gedüngt werden. Also 23 oder klein ist das wieder schnell. Aber das Düngen bringt ja erst was, wenn wir da entsprechend. Ja. Wenn die Ballen weg sind, ne? Sonst ist es ja für die Probleme vorprogrammiert. Ja, nächste Grasernte, rein technisch gesehen, späten Sommer, ne? Regen brauchen wir eigentlich fürs Gras. Und ja, für die Ernte nicht. Es sollte bald losgehen, ne? Ein Tag noch Frühling und dann soll das losgehen. Hier war nicht viel vorhanden, da brauchen wir nicht losdüsen. Und verletzt, da mangelt es an, gemangelt an Leerpaletten. Mittlerweile nicht mehr. Bei Milch ist auch noch nicht genug da. Produzierte Ware, ne? Ja, müssen wir halt warten, ne? Hier unsere Pappeln wachsen auch schön. So, das dauert auch noch eine ganze Weile. Also die wird man mindestens irgendwann im Winter mal, denke ich mal, ne? Aber schau mal. Ich glaube, das haben wir schon gedüngt. Ja, haben wir. Sonst wäre das schlecht. die 21 ist auch geteilt, ne? Wir könnten noch Dings mit Geld haben. Ich habe doch hier noch Mais auf Lager. Das können wir doch verkaufen, Mensch. Haben wir irgendwie noch ein Fahrzeug frei im Verkauf? In so großen Dinge? Ich wollte doch Mischfutter verkaufen an die Mischfabrik. Wo sind eigentlich unsere großen Anhänger? Da sind da. Traktoren auch. Die hinteren zwei sind keine Traktoren dran. Vorne auch nicht. Wo sind die alle? Wir können auf jeden Fall mindestens einen losschicken und verkaufen Mais. Mais müssten wir auf Lager genug haben. So. Also Körnermais. Silage müssen wir auch drin haben hier. 115.000. Heu, Hackschnitzel haben wir auch noch.
Ne, Dame 0. Futter haben wir genug drin. Im globalen Markt fand ich auf jeden Fall was. So, Traktor, bist du? Ein paar fahren ja, ne? Muss ich mal durchhalten, dass wir mal Bescheid wissen. Da nicht, da auch nicht. Da auch nicht. Den könnte man nehmen. Den können wir auch nehmen. Auf zum Hof. Schwacken wir hier nicht mehr. Den können wir aber relativ schnell nicht überschlagen. Relativ schnell fertig machen. Ne? Reparieren logischerweise 30%, waschen, beides reparieren, dann schon, ne? Und dann eine Hänger schnappen und dann Futter verkaufen. Das macht gerne Audreif, habe ich gehört. Dann haben wir noch Silage drin am Lager, könnten wir auch noch eine BGH fahren, ne? Lose. Ich hab so vieles. Muss nur gemacht werden, ne? So, Zeit. Zeit haben wir noch. Also die Folgenlänge soll um die 15 bis 18 Minuten sein in den Dreh. Nicht drunter. Drunter nur, wenn es wirklich technische Probleme geben sollte, ne? Und wenn es bei 14 Minuten ein Abschluss kommt, ja gut, dann ist es bei 14 Minuten. Aber ansonsten normalerweise 17, 18, nochmal 20, oft wenn ich mich da verschaue in der Zeit oder verschätze oder was fertig machen will, dann werden es gerne mal 20, aber ansonsten die 18 Minuten. Es geht um den Algorithmus von YouTube. Da ich ja noch ziemlich neu bin und eigentlich auch die Vorschläge angewiesen bin für andere, ganz wichtige, ne? Also ist es hilfreich, wenn das optimal läuft, ne? Algorithmus her. Das heißt, dass die Folge möglichst lange geguckt wird, also läuft, kann man sagen, ne? Und gut ist, ein Like erfolgt und ein Kommentar. Je mehr Kommentare, umso mehr wird es vorgeschlagen, ne? Das ist mein Eindruck, was ich jetzt gemacht habe. Ob das so ist, das weiß ich nicht, aber jedenfalls kann mich ja nicht kommentieren, ne? Das ist ja leider so. Ne? Wenn jemand reinschaut und sagt gerade, oh ja, Daumen hoch, ne? Das ist mir super geholfen. Ne? Wenn es Daumen runter wäre, ja gut, ist es halt so. Ne? Aber wie gesagt, das ist, wo stelle ich am besten hin? Beim Gras, ne? Bei der Grastechnik. Daneben der beim Zetter. Schöne Schuhe. Ach, bin ich ja. Klar habe ich schöne Schuhe. Ja, dann können wir einen großen Hänger nehmen und dann können wir Mischfutter kaufen. Habe ich ja extra extra übertrieben, aber ich habe es ja vor, in Thüringen umzuziehen auf eine neue Karte. Das heißt, ich muss das wirklich vorbereiten, weil zeitlich ist es ziemlich knapp, wenn ich berechne, was ich alles so auf Lager habe, ne? An Güter, an Rohstoffe. Das würde ich ja nicht verschenken. Verkaufen geht's da nicht, Mischfutter jedenfalls nicht. Also muss ich irgendwo lagern. Das ist dann normalerweise so, man fängt ja klein an und dann muss ich die Kühe. So, Mischfutter. Wo gibt Mischfutter am besten Verkauf? Dann mal gucken. Erst Wegpunkt. Dann gucken wir 0 Audreif. 0, nee, alt 0. Und zwar müssen wir mal gucken. Erstmal hier.
Schnee, ja, gut, Schnee wäre gut. Vermehrungsgras. Bei M, ne? Tabak. Da, Mischration. Beladen. Auffüllen, ne, beladen. Strohhackte zu. Muss da gehen. Eigentlich, mal gucken. Verkaufmäßig. Mist, ne, Mist nicht. Hirse, Kant, Mehl, Karotte, Gärreste. Gärreste habe ich auch schon viel. Ja, Stroh, Silage, Häckselgut. Futter. Das wäre Getreide AG für 1500. Getreide AG. Getreide AG. Danke, Holger. Ne, das wird so nix. Da ist ein Zaun. Der Bewohner wird sich da nicht freuen drüber. Wo will der hin? Muss doch hier einfach im Kurs sein. So, mal schauen, was annimmt, wie das wie er das auflädt. Ne? Und dann nur mal schauen, was nächstes verkaufen können. Ne? Ich fällt gerade ein, wo wir noch kaufen. Ich fahr mal vor. Muss ich auch noch eine Straße malen. Allgemein eine Straße. Ne, wo wir jetzt Fahrzeuge fahren, ne? Das wäre nicht schlecht, ne? Ja, Mist und ja, muss auch noch gemacht werden. So, angekommen. So. R. Oder Dünger gegessen, Weizen. Gut. Damit klar. Das heißt, wir müssen uns Geld pumpen. Das kommt ja alles wieder, ne? Also das rentiert sich garantiert. Mal 200.000 nehmen wir auf. Ja, 214. R. So, Mischfutter. Mischration. Kostet ja hier nicht viel, ne? Nicht gekauft. So. Achso, da, ja, das ist schon gesehen. Das klappt doch hervorragend. So, das kann man ein paar Fuhren fahren. Was haben wir noch da? Dünger, Stroh, Zuckerrüben, Hacknütze, Hacknütze, auch nicht verkaufen, was wir verkaufen können. Heu für die Hackdisposition. Silage, Silage können wir kaufen. Aber Heu ist billiger. Silage können wir direkt verwenden für. Ja, das könnte man verwenden. Heu und Silage und Stroh könnten wir schon herstellen, ne? Das wäre sinnvoller. Ich brauche noch einen zweiten Traktor. Den wollten wir erstmal waschen und reparieren. Ne? Dann können wir die Grastechnik einstellen und haben einen Traktor frei. Tacken,
Ja. So, wie, oh, jetzt habe ich schon wieder schnell. So, die Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Jetzt nochmal schön Dank fürs Reinschauen. Nochmal tschüss, ciao, ciao. Jo. Morgen geht's hier weiter. Aber wie wir sehen, alles schon fertig. Ballen pressen, Ballen abholen und all sowas. Verkaufen, das habe ich jetzt nicht vor. Tschüss, ciao, bis dann und bis morgen. Ne? Tschüss.